Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Schwarze Edition. Wir befinden uns hier in Ewigenwald. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. In dieser Folge, in der letzten Folge, haben wir Team Plasma zerschlagen, haben den Draco-Schilde zurückbekommen. Und hier steht ein Mann, wo wir leider nicht hinkommen, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber naja, hier befinden sich noch die ein oder anderen Trainer. Unsere Pokémon sehen ja eigentlich noch relativ gut aus, von daher vertraue ich meinen Pokémon. Und wir schauen mal, was hier noch für Trainer rumlaufen. Nämlich einige Trainer müssten meiner Meinung nach hier noch rumlaufen. Das sind zwar keine Trainer, aber zum Beispiel die hier. Die gute Dame, die ist hier zum Beispiel eine Trainerin. Und die IP möchte ich natürlich gerne noch mitnehmen. Denn in der nächsten Stadt, wo wir reinkommen, Strata City, befindet sich... Befindet sich wieder eine Arena. Wir haben ja den Arena-Leiter Arty auch schon kennengelernt. Der trainiert normalerweise Käfer-Pokémon. Aber dadurch, dass wir Randomizer haben, ist das natürlich hier ein bisschen was anderes. Schutzschild, okay. Das Problem ist, dass er wahrscheinlich als Fähigkeit Giftdorn hat. Deswegen wird es nicht so einfach. Na, kommt mir trotzdem mit Gestach, um mich zu 100% zu paralysieren. Zu vergiften, meinte ich. Ich muss ja mittlerweile sagen, momentan läuft diese Randomizer relativ gut, aber man darf sich natürlich nicht ausruhen. Es kann immer wieder passieren, dass wir irgendwann mal wieder drauf gehen, dass irgendein Pokémon noch stirbt. Wir haben zwar jetzt ein relativ gutes Team mit 4 Pokémon im Team, das ist, freut mich absolut, aber darauf dürfen wir uns definitiv nicht ausruhen. 3 Pokémon sind schon gestorben. Das seht ihr ja immer schön im Rahmen. Flunschlag. Oh, ernsthaft? Ein Boden-Pokémon? Das ist ein ekliges Pokémon. Aber rein theoretisch sollte das Dume mit einem Mega-Sauger eigentlich relativ schnell wegkriegen. Ich hoffe, dass ich irgendwann noch Giga-Sauger finde. Ich weiß aber nicht, ob er vielleicht sogar Giga-Sauger selber erlernt. Da muss ich nochmal nachgucken im Internet. Wow, das zieht ein bisschen wenig ab. Donnerschack zieht halt nicht so viel ab. Müsste, glaube ich, Boden-Elektro sein. Also es ist ein sehr interessantes Pokémon-Flunschlag, aber absolut hässlich, wie ich finde. Sagen auch die meisten, dass Flunschlag total hässlich ist. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Findet ihr genauso Flunschlag hässlich? Der ist schneller. Zweimal Initiative gesenkt, aber wir kommen durch. Klasse. Komm, jetzt bring ihn auch um. Jawohl. Wunderbärchen. Und damit ist dieses Flunschlag auch down. Level 18 für Duma, das freut mich. Und der Versuch, Verwurzler zu erlernen. Das ist eine coole Attacke. Kann ich irgendwas rausschmeißen? Ja, Geduld. Verwurzler, richtig coole Attacke. Verwurzelt sich. Verwurzelung füllt jede Runde KP auf. Austausch ist unmöglich. Achso, Austausch wäre dann unmöglich. Okay, das wusste ich nicht. Also Verwurzel ist schon cool, weil man dann jede Runde KP bekommt. Deswegen, ich nehme es erstmal rein. Also das wusste ich bislang auch noch nicht, dass man dann gar nicht mehr austauschen kann. Gut zu wissen. Ja, hier befindet sich noch ein Trainer. Und ich glaube, da hinten, wo es denn zur Brücke geht, da müsste sich dann auch noch ein Trainer befinden. Also viele Trainer sind es jetzt nicht unbedingt. Aber trotzdem, die KP sind natürlich wichtig. Wow. Kabutops. Ein Wasserkäfer-Pokémon. Nee, Wassergesteins. Nee, ich glaube Wasserkäfer, ne? Ich glaube Wasserkäfer ist der gute. Ja, doch schon. Also ich bin schon der Meinung. Ah, wir machen aber relativ wenig. Oder ist er Gestein? Oh oh. Verteidigungsboost. Ah, es ist nicht so cool. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht zu Dume wechseln. Damit könnten wir ihn zwar richtig schön ausradieren, aber. Ich habe leider auch keinen normalen Trank mehr. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob er Wasserkäfer ist oder Gesteinkäfer. Doch, ich glaube, er ist Gestein, ne? Wir gucken es einfach mal gleich mal. Er verbessert weiterhin seine Verteidigung. Deswegen möchte ich auch... Obwohl, stimmt. Funkensprung ist ja gar nicht speziell, ne? Funkensprung ist ja physisch, ne?
Okay, es ist doch sehr effektiv. Okay, also es ist definitiv Wasser. Hier in Reich Level 22. Also mein Draschel ist schon richtig cool. Bin sehr froh darüber, dass ich einen Draschel habe. Hoffe natürlich, dass wir irgendwann Brutaland auch in unserem Team haben. Und nicht, dass es mir vorher wegstirbt. Das hier müsste sogar, glaube ich, die letzte Trainerin sein auf dieser Route. Ein Igwar? Ach, das ist das Pokémon. Ein Käfer-Feuer-Pokémon. Ein sehr interessantes Pokémon. Die Endentwicklung ist übelst krass stark. Aber die Normalform ist nicht wirklich stark. Also die kann eigentlich relativ wenig. Die Endentwicklung ist aber unfassbar stark. Also gegen die möchte man nicht unbedingt gerne kämpfen. Aber momentan haben wir auch wieder ein bisschen Glück. Wir treffen kein legendäres Pokémon oder sonst irgendwas Gefährliches. Relikant. Ich vertraue jetzt einfach mal Dume. Weil das Ding ist, Relikant ist Wassergesteins-Pokémon, wa? Wassergestein. Doch, Wassergesteins-Pokémon ist er. Und deswegen hat er eine Vielfachschwäche gegenüber Pflanzenattacken. Also der Megasauger sollte richtig reinziehen. Ja, siehst du immer. Das ist das, was ich gemeint hatte mit der Vielfachschwäche. Von daher. Ich glaube, Relikant hatte sogar Robustheit. Also es gibt, glaube ich, Relikants, die haben tatsächlich Robustheit. Sprich, es überlebt mindestens immer mit einem einzigen KP. Aber dadurch, dass wir hier sowieso zweimal angreifen mussten, ist das jetzt nicht unbedingt schlimm. Welches Level ist jetzt eigentlich Eistüte? Der hat ja auch lange nicht mehr gekämpft. Level 18. Also Dume wusste ich ja, dass der auch so ein bisschen mit hinterherhängt. Aber ja, hier, jetzt kommen wir zu dieser wunderschönen Brücke. Ist natürlich an dieser Brücke in New York angelehnt hier. Jetzt komme ich gerade nicht auf diese Brücke. Ihr wisst schon, diese amerikanische Brücke, die immer wieder gezeigt wird im Fernsehen und so. Und an die soll das hier halt angelehnt sein. Wenn ich es nicht vergesse, könnte ich das vielleicht sogar als Titel nennen. Also, dass ich diese Folge so nenne. Ja, hier sieht man zum Beispiel, man sieht, dass das Spiel auf dem Nintendo DS läuft. Man sieht zum Beispiel unseren Charakter gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, ein Remake auf der Nintendo Switch. Ich glaube, dann würde das hier richtig nice aussehen. Man sieht auch, dass hier einige Autos fahren. Apropos Pokémon Switch, sollte das Let's Play gut laufen, habe ich auch vor, eventuell Pokémon Switch zu Let's Playen. Aber natürlich auch andere Randomizer, Nuzlocke oder normale Nuzlocke oder Wonderlocke oder sonst irgendwas. Kommt natürlich immer drauf an, ob ihr darauf Lust habt. Also bisher habe ich, glaube ich, um die 7 Folgen hochgeladen und ja, es ist zwar deutlich schlechter als die anderen Videos, was ich mir schon vorstellen konnte. Aber so schlecht finde ich das jetzt nicht, was jetzt Pokémon so abliefert. Es gibt auch schon einige Folgen, die sind schon richtig gut. Da bin ich sehr. Ah, jetzt bekommt man den Stein. Ah, okay, hier bekommt man den Stein. Nicht wie ich vorher mal gesagt habe, wir bekommen den woanders. Hier bekommt man den Stein. Also hier kann man sich jetzt aussuchen, ob man Wasserstein, Feuerstein oder Pflanzenstein bekommt. Sollte ich irgendwann eines dieser Steine brauchen, dann werde ich natürlich dort wieder zurückgehen. Ja, Stratos City natürlich angelehnt an New York. Riesengroße Häuser. Und ich kann euch sagen, mit der Stadterkundung werden wir hier lange, also wir werden lange schon in Stratos City bleiben. Also es wird sich hier nicht in 2 Folgen, vielleicht 3 Folgen weggegessen sein. Also Stratos City ist schon richtig groß. Und es ist halt auch die größte Stadt des Spiels. Ah ja, hier treffen wir die gute Frau, die den PC verwaltet. Ja, ah nein, jetzt habe ich das Geonet angeklickt. Ja, braucht man nicht. So, ich würde jetzt gerne meine Pokémon heim. Denn es gibt nicht nur hier die Möglichkeit, sich irgendwas anzugucken, sondern auch die Möglichkeit zu kämpfen. Und natürlich auch Pokémon zu fangen. Dort, wo wir Pokémon fangen können, da werden wir storytechnisch hinkommen. Deswegen ist es Quatsch, da jetzt nochmal hinzugehen und euch zu zeigen. Dein Lieblings-Pokémon ist Draschel, habe ich recht? Ja. Ich hatte recht, ich habe es doch gedacht.
Ja. Diese Gespräche. Ich gucke ja auch schon viele Pokémon Let's Plays und ja, da wurde diese Sache einfach sehr oft verarscht von anderen YouTubern, was ich auch sehr gut verstehen kann. Ich meine, was so, wie random ist das einfach? Hey, wenn dich jemand im Real Life anfragt, hey, rot ist schon deine grün ist schon deine Lieblingsfarbe, oder? Du so, ja, und er so, habe ich mir gedacht. Gespräch Ende. Ich meine, wie random ist das einfach nur? Ach so, Stimmt, die gibt's ja auch hier. Ja. Ja, diese Tänzer. Ah, da erinnere ich mich an das Pokémon Schwarz LP, das erste Pokémon Schwarz LP von Domtendo. Ich glaube, das hat er mittlerweile sogar schon gelöscht. Das war legendär. Ah, nee, das möchte ich gar nicht ansprechen. Vor allem, weil da ein gewisser YouTuber ziemlich gedisst wurde. Aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Ich möchte auch keine YouTuber in meinem Let's Play dissen. Eigentlich viel mehr supporten, wie halt zum Beispiel Immon. Oder den guten Ruffy. Ruffy macht jetzt auch ein Pokémon Let's Play. Und auch immer noch ein Pokémon Let's Play. Also falls ihr sagt, boah, ich möchte noch viel mehr von Pokémon sehen. Ich würde euch empfehlen, dass der Ruffy macht auf Twitch ein Pokémon Let's Play. Ich glaube Diamond und Pearl, Randomizer, aber keine Nuzlocke, sondern spielt nur Randomizer. Und falls ihr sogar noch die ganz alten Pokémon Spiele sehen wollt, dann kann ich euch empfehlen, Pokémon Gelb bei dem guten Immon zu gucken. Ja, hey Trainer, zeig mir mal, was du auf den Kasten hast. Lassen wir unsere Pokémon gegeneinander kämpfen. Alles klar, voll krass. Jede der Pokémon ist wie eine Choreografie. Lass sie uns tanzen. Ja, das ist einer dieser Vollidioten-Tänzer. Und wie er aussieht, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Auch besonders wie ein gewisser YouTuber, aber das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht beurteilen. Wie gesagt, Let's Player dissen wir hier nicht in unserem Let's Play. Auch wenn es einige fragwürdige YouTuber auf YouTube gibt, aber ich finde, ich darf mich da eigentlich gar nicht rausnehmen, weil mit ein bisschen mehr als 600 Abonnenten kannst du jetzt nicht irgendwie sagen, ey, jo, dieser YouTuber XY ist total doof. Alles klar, erstmal tanzen. Und wie war ich? Unschlagbares Rhythmusgefühl, oder? Aber denkst du nicht auch, es wäre besser, wenn ich Tanzpartner hätte? Hör mal, finde meine zwei anderen Partner bitte. Und zusammen bilden wir dann ein Tanztrio. Echt klasse. Ja, jetzt müssen wir die anderen Tänzer suchen. Ich suche hier natürlich nach den ganzen Items. Und hier ist schon der zweite Tänzer. Also diese komischen Tänzer wollen immer gegen einen kämpfen. Ja, ist jetzt nichts Großartiges, Besonderes. Ich sag mal so, die Charaktere, die sagen jetzt auch hier nichts Besonderes. Wenn irgendwas Besonderes dabei ist, dann lese ich euch das natürlich schon vor, wie diesen komischen Typen gerade eben. Hey, Drasche ist schon dein Lieblings-Pokémon. Ja, habe ich mir gedacht. Stellt euch das im Real Life vor. Wow, das Smetbull zieht schon mit Windstoß relativ viel ab. Alles mir gerade sehr. Okay. Mit einem Crit wird's eng. Also 16 KP, du. Wow, und das Smetbull habt ihr überlebt. Naja. Oh, okay, das Smetbull hat mich dann doch jetzt in eine schwierige Situation gebracht. Ich wechsle. Ruffy, mach du mal. Wirklich? Schlafbruder? Oh. Ich habe aber eine Maronbeere. Ich habe einige Maronbeeren. 5 Stück mittlerweile, Alter. Und da werde ich natürlich eine für Ruffy verwenden. Windstoß, wie viel zieht das bei dir ab?
No, nicht so viel. Resisted ist relativ gut. Und Funkensprung. Gleich dann auch Tackle oder sowas machen können, aber... Dann leitet das mit, wo Wunderstehen. Bin ich böse? Ich denke nicht. Du suchst Leute für eine Tanzgruppe voll Gras. Das klingt wirklich interessant. Ich bin auf jeden Fall von der Partie. Ja. Dieses Haus ist ein besonderes Haus. Besonders wenn man Meloeta hat, dann kann man hier eine spezielle Attacke bekommen von dem Typen hier. Aber ansonsten ist das hier relativ uninteressant. Ach ja, stimmt. Der taucht hier auf. Buh! Ah, du solltest mal dein Gesicht sehen. Dass ich dich erschreckt habe, tut mir echt leid. Hier, nimm die als Entschuldigung. Tierverfolgung? Setzt du die Attacke Blitz ein? Ja. Eigentlich bekommt man hier Blitz, aber naja. Ja, ist ein ziemlich randomer Typ, aber... Man bekommt halt eine TM von ihm und deswegen hat er seine Bestimmung schon erfüllt. Verfolgung. Unlichtattacke ist eine relativ coole Attacke, besonders wenn der Gegner auswechselt. Das ist zwar hier ein bisschen unnötig, aber Ruffy könnte sie erlernen. Okay, bis es aber 60. Ja, okay, dann macht es eigentlich keinen Sinn. Was? Nein. Nein! Ich möchte die Attacke nicht erlernen. Genau. Ja, so coole Attacken haben wir bislang nicht bekommen. Ich muss sagen, Zermürber ist eigentlich so wirklich das Geilste, was wir bislang bekommen haben. Aber so von TMs hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr erhofft, dass wir irgendwas wirklich Cooles noch so finden. Aber bislang haben wir dann doch mit den TMs relativ viel Pech. Also diese komplette Stadterkundung und diese ganzen Tänze möchte ich eigentlich noch in dieser Folge machen. Und ich sollte vielleicht mein Pokémon tauschen, oder? Ja, vielleicht. Ich gehe jetzt nicht zurück zum Pokémon Center. Also ich möchte eigentlich noch so die Stadt komplett erkunden, damit wir dann in der nächsten Folge mit diesem komischen Haus da weitermachen, was ich noch nicht erkundet habe. Das hat nämlich einen bestimmten Grund, weil... dort auch einige Trainer vorhanden sind, die auch relativ stark sind. Diese Tänzer sind jetzt nicht so stark, auch wenn sie ein Pokémon haben. Ja, Kingler ist ja lächerlich. Da setze ich einmal Funkensprung ein und dann ist das Pokémon schon weg. 21, also die haben dann doch schon ein bisschen angezogen. Schon krass. Und nicht down. Wow. Lebensschuss, nicht sehr cool, sehr effektiv und senkt meine Initiative. Nicht cool. Partner, Biss und dann weg. Jawohl. Level 25 für Ruffy. Wie krass der mittlerweile abgeht, ne? Das Problem ist, ich traue mir aber auch nicht, die anderen Pokémon nach vorne zu stellen. Worum ging es nochmal gleich? Ach ja, die Tanzgruppe. Ich bin auch von der Partie. So, jetzt haben wir alle drei. Und von denen bekommen wir auch, wenn ich mich gut dran erinnere, auch ein relativ cooles Item. Also die Quest lohnt sich schon zu verfolgen. Ich glaube, das Münzamulett. Doch, das Münzamulett müssten wir bekommen. Vielen Dank. Eine super Tanzgruppe ist dank dir entstanden. Und so drücken ich mir meine Freude aus. Genau, das Münzamulett. Damit bekommen wir nach dem Kampf mehr Pokédollar, wenn das Pokémon, was dieses Item trägt, am Kampf teilgenommen hat. Mit jedem Tanz vermitteln wir eine Botschaft. Ob Freude oder Trauer, unsere Welt ist so reichhaltig. Also ich finde das Münzamulett eigentlich relativ cool, vor allen Dingen, wenn du so ein bisschen in Geldnot bist. Ich habe Pech beim Stratos-Eis. Hier kann man nämlich das Stratos-Eis bekommen und das hat es sehr besonders. Hier sieht man auch zum Beispiel, dass relativ viele Menschen vorbeilaufen, wie halt es in New York üblich ist. Hier beim Stratos-Eis, also das Stratos-Eis bringt, dass alle Statusveränderungen aufgehoben werden können. Ob Vergiftung, Paralyse oder sonst irgendwas.
Ja, das hier ist so ein kleines Museum. Zeig mir ein Pokémon vom Typ Stahl. Ich habe kein Pokémon vom Typ Stahl. Ja, der will jeden Tag einen anderen Typ Pokémon sehen. Ja, das ist hier natürlich eine Kunstausstellung. Besonders die Kunstwerke von Arti kann man hier betrachten, den Arenaleiter. Denn Arti ist nicht nur sehr suspekt und vielleicht auch ein bisschen umgepolt. Also, ne? Und er ist halt gleichzeitig auch noch Arenaleiter und Künstler. Also ein sehr seltsamer Typ, um es mal genau zu beschreiben. Kann man nicht jetzt hier irgendwas bekommen? Ich glaube, genau, hier bekommt man genau irgendeine Zurua-Geschichte bekommt man. Genau, Zurua bekommt man jetzt hier für die Pokédex. Ich glaube, wenn man Zurua selbst hat, dann... Ach ja, stimmt. Das ist eine besondere Geschichte. Der Typ ist hier nämlich wahrscheinlich ein Zurua und der hier hat gerade ihm eine Geschichte über das Zurua erzählt. Also zumindest nimmt man das an. So, Stock 21. Ja, also man geht hier nicht von Stock 1 bis Stock 2, sondern gleich mal bis Stock 1. Oh, wir sind hier im Game Freak, Leute. Wir sind beim Game Freak. Huch. Ich bin gerade dabei, das Ende des Spiels fertigzustellen. Verdirbt dir doch noch nicht die Vorfreude und schau dir lieber an, wenn du das Spiel selber durchgespielt hast. Ich bin hier für die Grafik zuständig und Pixelschubse aus Leidenschaft. Schub! Und wieder ist ein Pixel an einem vor bestimmten Platz. Juhu! Ja, das ist nämlich das Gebäude von Game Freak. Das ist immer so was Besonderes in den Pokémon-Spielen, dass Game Freak, also die Entwickler, sich hier selber im Spiel verewigt haben. Tag, ich bin hier der Spieledirektor. Ah, du bist dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Sehr löblich. Wenn sich darin einiges angesammelt hat, musst du mir unbedingt mal zeigen. Ja. Kann man ja rein theoretisch machen. Bin auch der Meinung, dass einige Game Freak Mitarbeiter jetzt sogar gegen uns kämpfen. Deswegen würde ich dann doch heilen. Habe jetzt aber kein Interesse daran, jetzt zum Pokémon Center zurückzulaufen. Deswegen kriegt er jetzt eine Sinelbeere und dann möchte ich hier noch einen Supertrank ballern. Wir haben jetzt einiges an Geld bekommen. Von daher kann ich dann in der zur nächsten Folge wieder ein bisschen was kaufen. Warum man danach streben sollte, so viele Pokémon-Kämpfe wie möglich auszutragen und dabei immer stärker und stärker zu werden, ist doch klar, damit man noch mehr Pokémon-Kämpfe austragen kann. Wenn du einmal stark genug bist, dann tritt man gegen mich an. Ja, wenn das Spiel komplett durch hat, dann kann man gegen ihn kämpfen und er ist relativ stark, also den darf man nicht unterschätzen. Ich bin hier der Sounddesigner. Ich habe mir besondere Mühe gegeben, bei den Spielszenen immer mit passender Musik zu untermalen. Ist dir das schon aufgefallen? Das ist dir sicher schon aufgefallen, oder? Ich bin ein Relaxo. Quatsch, Scherz. Ich bin der Grafikdesigner. Nebenbei, das Item Überreste ist von allergrößter Wichtigkeit. Ich dachte, ich war der Meinung, dass man gegen ihn kämpft. Ich war der Meinung, dass man hier gegen ihn kämpfen muss und dass man dann das Item Überreste bekommt. Wow. Das heißt, ich habe mich im Grunde gerade komplett selbst unnötig geheilt. Leute, guckt euch ja mal die Augen an von den beiden Typen. Das sieht so aus, als hätten die übelste Ehne drauf bekommen. Wie groß die Augen auf einmal sind. Übelst lustig. Ach ja. Ja, der DS konnte halt noch nicht so wunderschöne Grafik zeigen. Hallöchen. Ach so, stimmt. Hier kann man vorbeikommen und seine Pokémon mal so richtig schön durchkneten lassen. Damit wird ihre Zuneigung gesteigert. Also wenn man ein Pokémon hat, was sich zum Beispiel entwickeln würde durch Zuneigung,
wie zum Beispiel Evoli. Das kann sich ja zu Psyana bzw. Nachthara nur durch Zuneigung weiterentwickeln. Aber auch Bibi-Pokémon wie Pichu, Fluffeluff und Co. Die entwickeln sich halt durch Zuneigung. Und wenn man seine Zuneigung gerne steigern möchte, dann kann man sein Pokémon hier abgeben. Und es wird dann mal so richtig schön durchgeknallt. Wow, ich bekomme Zen-Kopfstoß als TM. Eigentlich bekommst du hier Erholung, aber ich bekomme Zen-Kopfstoß. Eine physische Psycho-Attacke. Kann es irgendjemand erlernen? Alter, Stärke 80, 90 Genauigkeit, Alter. Das ist richtig heftig. Weißt du, wenn das jetzt Luxio erlernen kann, das ist auch verbaut. Luxio kannst du erlernen. Und Drasche kann das auch erlernen. Tschüss, Tackle. Alter, Zen-Kopfstoß als TM. Das ist krass. Und Drasche erlernt es auch. Boah, Alter, ist das geil. Raserei, geh weg, sterben. Alter. Wie übel heftig ist das, bitteschön. Stimmt, ich habe bei ihr ja gar nicht geguckt, welches Wesen er hat. Okay, also ein Plus-Spezialangriff und ein Minus-Wesen bei Spezialverteidigung. Also bei den, Wesen habe ich echt Pech. Ich weiß, er hat zwar ein Minus-Angriffswesen, aber Alter. Zen-Kopfstoß, Biss, Silberblick und Funkensprung. Das ist für ein Level 24er Pokémon schon ein bisschen overpowered. Um ehrlich zu sein. Alter. Wie geil, ey. Zen-Kopfstoß. Das ist eine physische Psycho-Attacke, Alter. Damit können wir richtig was anfangen. Richtig awesome. Also wer noch bis zum Ende dran geblieben ist, der hat echt noch was richtig Geiles hier geguckt. Also richtig heftig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Eigentlich geht es hinten bei Stratos City auch noch weiter. Ich bin aber immer der Meinung, dass man sich das erst angucken sollte, wenn man das Spiel... Ja, wenn man im Grunde Stratos City durch hat, wenn man so langsam Richtung nächste Route geht. Und auf jeden Fall bedanke ich mich natürlich für eure Aufmerksamkeit bei dieser Folge von Let's Play Pokémon Schwarz. Alter, Zen-Kopfstoß als TM, richtig heftig. Nur ein bisschen schade, dass es 90 Genauigkeit hat, aber Alter, mit 80 Stärke, da kann man jetzt richtig aufräumen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin und ciao.